Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kultur- und Veranstaltungstipp. Mein heutiges Thema, 70 Jahre sind sie mittlerweile auf den Straßen unterwegs. Sie scheinen nicht auszusterben. Und das liegt unter anderem daran, dass es Buden wie N360 gibt, die diese Kultfahrzeuge, möchte ich mal sagen, restaurieren, liebevoll reparieren, aufbereiten. Marco Vergin, du bist hier der Geschäftsführer seit über 10 Jahren. Gibt's diesen Laden jetzt hier? VW-Bus, dieser Mythos VW-Bus, woran liegt das? Warum hat das kein anderes Fahrzeug geschafft, das, so einen Mythos hochzuhalten? Ich denke, das hat schon so ein bisschen mit dem Retro-Gefühl zu tun in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben. Und wenn wir Kunden beobachten, die sich einen Bus zulegen, also auch speziell jetzt einen älteren, dann wird das doch als Entschleunigungsmaschine empfunden und ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt. In den 60ern mit dem T2 oder dem T1 damals, Flower Power Zeit, da ging es eigentlich los, diesen Kult weltweit, Motor hinten, freie Liebe, rausgehen, Blümchen überall. Ist das heutzutage immer noch so? Ich glaube, das ist das, was man sich davon verspricht, was vielleicht als Mythos gekauft wird. Ob das immer so ist, ob es heute immer noch so ist, kann ich nicht richtig einschätzen. Aber ich glaube, man möchte da ja hinkommen, zumindest, ja, wenn man sich so einen VW-Bus kauft. So ein Mythos oder so ein Kult hat kein zweites Fahrzeug geschafft. Also weder Transit, obwohl die haben auch eine gewisse Fangemeinde, aber. Im Nutzwagenbereich nicht, nein. Das ist auch. Okay. Das ist also auch nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen. Also ich selbst habe auch mal so einen Bus gefahren, da war ich jung und war so ein Surferboy, da braucht man sowas. Die heutige Klientel, du hast erzählt, ihr restauriert solche Geschichten von solche Busse von Grund auf. Ja. Das geht oftmals in die ganz viel Geld kostet das. Es sind also primär gar keine jungen Surfertypen mehr, die sich so eine Busse restaurieren lassen oder auch ältere. Ich glaube, das sind Leute, die sich auch schon irgendeinen Jugendtraum erfüllen wollen und das auch tun. Und es hat eben auch einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, weil die Fahrzeuge sind und bleiben reparierbar, was bei den modernen, aktuellen Fahrzeugen strittig ist. Das große Schlagerfest. Für Schlagerfans die Party 2019. Florian Silbereisen präsentiert die große Show am 26. März in der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Silbereisen singt mit Jan Smit und Christoph als Club 3. Außerdem werden viele Schlagerstars zu sehen sein, wie Matthias Reim, Michelle oder Vox Club. Karten gibt es unter www.stadthalle-schwerin.de. Im Agroneum in Alt-Schwerin startet die Freiluftsaison. Am 31. März heißt es Museumserwachen. Die Türen öffnen ab 10 Uhr, Sie können bei einer kostenlosen Führung dabei sein. Erleben Sie historische Landwirtschaftsmaschinen und Traktoren. Die ständige Ausstellung im Agroneum zeigt die mecklenburgische Landwirtschaftsgeschichte ab 1848. Es erwarten Sie im Museumsjahr mehr als 20 verschiedene Aktionen und Veranstaltungen. Ob Kartoffel, Schlachte oder Kürbisfest, für alle ist etwas dabei. Katharina Frank ist eine Singer-Songwriterin aus der Nähe von Neuruppin. In Neuruppin wurde auch Theodor Fontane geboren. Katharina Frank nähert sich dem Dichter musikalisch. Zum 200. Geburtstag Fontanes wird er im Club der Toten Dichter neu vertont. Effie Briest taucht ebenso auf wie John Maynard. Erleben Sie die Interpretation von Katharina Frank am 5. April in der Stadthalle Parchim. Ein besonders persönliches Buch wird am 27. März im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten vorgestellt. Mein tödlicher Freund lautet der Titel. Steffen Krumm war selbst alkoholabhängig. Er teilt seine Erfahrungen und stellt Präventionsideen aus der Sicht eines Konsumenten dar. Eine Veranstaltung der Brücke, der Boddenkliniken und der evangelischen Suchthilfe. Los geht es um 16 Uhr. Stand-up-Paddling hat in den letzten Jahren immer mehr Fans gefunden. Ein Wassersport, der gut für die Fitness und gleichzeitig umweltschonend ist. Die Fit SUP Recknitz Cleanup Tour startet am 30. März. Treff ist um 9 Uhr am Wasserwanderrast Platz Marloh. Unterwegs wird in der Recknitz-Region Müll gesammelt. Flaschen, Plastik, alles was nicht in die Natur gehört. Die Tour unterstützt die Arbeit des ortsansässigen Anglervereins. Der Saisonstart des Ostseeheilbades Zingst steht unter dem Motto Inspiration.
Ein lichter Tanz der Elemente ist geplant. Am 30. März erleben Sie auf der Zingster Seebrücke eine Inszenierung mit Licht, Laser, Feuer und Wasser. Ein Erlebnis für Augen und Ohren. Auf dem Museumshof können Laternen gebastelt werden. Um 17 Uhr startet ein Laternenumzug. Dieser Bulli-Status. Irgendwann ist der Motor von hinten nach vorne gekommen. Gab es da einen Bruch in der Fangemeinde? Also ich weiß noch, alle haben aufgeschrien, was soll denn im VW-Bus der Motor vorne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Furchtbar, wird ja ein PKW dann. Na gut, das ist halt die Entwicklung in der Automobilindustrie gewesen. Porsche hat es immer noch. Ja, ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob das nun positiv ist oder negativ ist. Auf jeden Fall gab es einen Cut mit dieser Veränderung der Position des Motors. Und Liebhaberbusse sind natürlich die Fahrzeuge, wo der Motor hinten sitzt. Die Restauration. Du hast erzählt, es kommen Leute nicht nur aus Rostock oder aus Mecklenburg, sondern aus weltweit. Ihr habt hier Fahrzeuge da aus Norwegen, aus Japan. Also Kunden aus Korea lassen das Fahrzeug hier restaurieren als Weltreisemobil. Mhm. Das ist dann ein allradgetriebener. So was wie da, ne? So ein Synchron. Genau. So ein Apparat zum Beispiel. Ja. Wir sind der Meinung, dass es kein geländefähigeres Fahrzeug von VW gibt als diesen VW-Bus mit dem Motor hinten liegend und einer Radstandslänge. Diese Geschichte des Reisens, du hast erzählt, du hast hier ein Ehepaar, die waren 5 Jahre lang mit dem Bulli unterwegs und jetzt haben sie sich das Ding restaurieren lassen. Ich stelle mir das sehr, sehr kostenintensiv vor, also jetzt mal abgesehen davon, dass es klar was kosten muss, aber ich denke mal, so eine alte Schüssel, ich meine, das ist alles durchgerostet, vergammelt und so. Naja, das ist immer das Problem, was wird als gut betrachtet, was Neues oder was Altes. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, dass es irgendwann ein Bewusstsein gibt, dass die alten Sachen vielleicht die besseren sind. Okay. Und dass dementsprechend diese Wegwerfkonsumsituation hinterfragt wird. Und das merken wir. Also vom Prinzip, wenn wir selber mal so ein bisschen Motivation brauchen, dann betrachten wir uns immer als Recycling-Firma, die dafür sorgt, dass weniger Müll entsteht und gute Sachen erhalten bleiben. Ich weiß nicht, was Sie für ein Typ sind, ob Sie gerne ins Hotel fahren oder selbst Urlaub machen mit solchen Campingmobilen, egal was sie haben. Es ist auf jeden Fall eine tolle Sache. VW-Bus ist ein Kult, bleibt ein Kult und hoffentlich ist dieser Kult oder bleibt uns dieser Kult noch lange erhalten. In diesem Sinne viel Erfolg weiterhin für die Restaurationsobjekte und für die Geschichte um Van 360. Sie leben Kultur, meine sehr geehrten Damen und Herren, und machen sowas draus. Bis dann. Ciao. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.